Tja, hi, ihr liebsten Leutchens und mal wieder herzlichst willkommen zurück zu mir, hier eurem Playgiga und zwar heute live. Ja, live heißt es heute, aber wir wollen jetzt gar nicht lange labern. Wir wollen die Mission machen, bevor wir uns hier lange aufhalten. Steuern genau auf die Klippen zu. Au. Konnte ich nicht ändern. Und volle Pulle, genau, wir wollen hier die Reisegeschwindigkeit einnehmen. Und damit, wie gesagt, hi und herzlich willkommen zurück zu mir, hier eurem Playgiga. Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt, leider Gottes eine Woche ausgesetzt. Jawohl, leider Gottes, aber damit soll jetzt auch Schluss sein. Es geht wieder weiter. Wie gewohnt mit Assassin's Creed Black Flag. Denn ihr wollt ja wohl, denke ich doch, auch weiterhin sehen. Na, ich hole Ruhe. Ihr wollt ja, denke ich mal, wie gesagt, auch weiterhin sehen, wie es weitergeht mit Assassin's Creed Black Flag und nicht darauf verzichten müssen. Und deshalb, und ich hatte, wie gesagt, aber leider Gottes nicht so wirklich Zeit und Lust gefunden, letzte Woche das zu machen. Müsst ihr mir auch mal verstehen, weil ich will euch ja auch kein Let's Play anbieten, wo ich dann in dem Moment vielleicht gerade keine Lust drauf habe, ja. Wenn ich wirklich in dem Moment keine Lust habe, ein Let's Play zu machen, dann merkt ihr das und dann kommt das auch schlecht rüber, dieses Let's Play, und dann macht das auch keinen Spaß für euch, ne? Und das will ich nicht. Und dann nehme ich lieber gar nicht auf, wie dass ich dann irgendeinen Schund aufnehme. Aber jetzt, wie gesagt, geht es wieder voran. Einen Ort ansehen. Oh, halt! Die Trab- und Bramsegel. Alle Segel nieder. Wir machen uns mal ins Wasser. Ja, wie gesagt, und jetzt wollen wir wieder anfangen und das Let's Play fortführen, denn schließlich haben wir ja noch eine Mission zu tun, zu tätigen, und das sollte ja wohl auch zu schaffen sein. So, jawohl, jawohl, jawohl. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier irgendeinen Schund. Ja. Stoff. Joa, joa. Kann man immer benötigen. Hallo, hallo, hallo. Ruhe. 192 Reihe Silber. Oh, und eine Silbervase. Very nice. Was ist mit meinem Schiff? Das sieht so kaputt aus. Das war doch ganz. Je näher ich komme, umso mehr wird es auch wieder heile. Da hinten ist auch ein etwas größeres. Zumindest sieht es so aus. Aber das, wie gesagt, soll uns ja eigentlich egal sein. Denn wir machen uns heute wieder auf dem Weg, ein echter Pirat zu sein, beziehungsweise wieder einer erstmal zu werden. Denn wenn man so etwas längere Zeit nicht gespielt hat, muss man auch erstmal wieder gucken, wie man damit klarkommt. Aber wie gesagt, wir gucken uns das heute mal an, was so Schönes abgeht, und dann mal sehen, was wir heute so Schönes erreichen werden. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Sorry, aber wir müssen da rein. Oder? Nee, ich muss da lang. Oh, 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 oh. Ich könnte da lang. Wäre aber ein Riesenumweg. Also es wäre ein Riesen... Oh. Ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder anfangen, aber das kleine Schiffchen da lässt mir ja fast keine Wahl. Na komm. Gebt den Wind nach! Ab in die Wanden und heißt Bramsegel!
Achtung! So, komm. Ja, reicht nicht. Komm ich nie hin. Alter, also was da für eine Riesenburg ist, das würde ich natürlich nicht überleben. So viel Segel, wie ihr könnt! Alle Segel setzen! So, dann machen wir es jetzt einfach mal so. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Wir wollen schließlich nicht in das Gewitter reinkommen hier. Komm schon. Los! Weiß. So, wir müssen da jetzt durchkommen. Komme, was da wolle. Die Jackdaw ist eine schnelle. Und das sollten wir auch schaffen. Jawohl, wir haben es geschafft. Ja, die treffen uns nicht mehr. Das soll uns nicht mehr interessieren. Denn wir schaffen es, da durchzukommen. Und zwar dahin, wo wir hinwollen. Din, 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 din. Ja, man könnte ja... ich will mal gucken. Au. Da ist doch so ein Ding. Ja, ist die denn groß? Ist die nicht groß? Ja, nicht dagegen ballern. Ja, es ist wieder so ein großes Ding. Nee. Bruder, sagt, kommt. Nehmt die Rahn auf den Bild. So. Sorry. Aber auch das muss mal sein. Oh, scheiße. Entschuldigung, das wollte ich natürlich nie sagen. Aber ich habe natürlich leider keinen Mute-Knopf hier. Feuer! Daneben, verdammt! Erwarten Befehle, Captain. Tja. Das scheint nicht zu wollen. Dann machen wir uns da jetzt ein, wo wir hin müssen. Und zwar geben wir jetzt ein bisschen Gas mit Reisegeschwindigkeit. Da können wir noch einen an Bord nehmen. Den nehmen wir uns nochmal schnell hier. Komm, komm. Ja. Und jetzt solltest du schnell drehen. Sonst knallen wir da irgendwo gegen. So. Das kleine Ding da rammen wir weg. Klatsch. Boah, ist das denn? Ich hab's gerade gesehen, hier war irgendein Riesenvieh. War es ein Wal? Jawohl, hier gibt's Wale. Was ist das für ein Wal? Buckelwal. Eigentlich bräuchte ich einen Buckelwal. Ich bräuchte aus dem Grund einen Buckelwal, weil wir, nicht wir, weil ich, ja, ich. Ich muss mir nämlich noch was herstellen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal hier die Harpunierung. Und holen uns einen Buckelwal. Einen Buckelwal. So, wo ist er denn? Ja, ich will ihn ja eigentlich nicht töten, aber ich muss ja. Ich bin ja gezwungen. Schließlich zwingt mich das Spiel dazu. Mist, wie fahre ich denn 19? Ja, wenn er mal... Ah, nee, leider nicht. Seht ihr was? Tja, ja, wo ist er denn? Da. Da ist er, an Steuerbord. Scheint näher zu kommen. Findet es fest! Ui. Ui. Er zieht an, Captain! Ob wir das schaffen? Hab dich!
Er schlägt mit der Schwanzflosse. Er will uns kriegen. Der ist stinksauer. Oh, oh. Frage ist, wo ist er? Zehn. Komm, ein Stückchen er noch. Ist vor dem komm Backbord, näher, komm näher, komm näher. Komm. Mist. Ach, voll verkackt. Wo ist er denn? Rechts, links? Wo ist der? Da kommt er hoch. Bitte das Fass! Nein! Er zerrt! Wir halten nicht mehr lange durch! Tat leicht weh. Da ist der! Ja, komm nochmal hoch, komm. Ah. Du hast ihn, Captain! Es gut, geht gut, los! Gut, gut, gut. Wo ist er denn jetzt? Mist. Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! Das mein Ruderboot ist zerstört. Tja, wir haben auch irgendwie 20 Harpunen. Wir machen es einfach normal. Schließlich haben wir 20 Harpunen und in die Wanden alle! Bindet die Harpunen los! Los! Ich hab doch gerade schon gehalten, um schon überspringen. Ach ja. So. Er ist da drüben! Das ist es! Ruhig jetzt! Es geht los! Erwischt! Das Biest ist verletzt! Das kann er ja von mir aus. Er färbt das ganze Meer rot! Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! Oh, ich bin schon gegen mein Mikrofon gekommen. So, wo ist er? Er kommt wahrscheinlich wieder da hinten rechts. Ich bin trotzdem mal links. Wir werden uns diesen holen. Da ist er! An Steuerbord! Ich brauche ihn schließlich. Komme, was da wolle. Das Seil entstand! Ich wollte gerade so einen Pfeil hinknallen. Sehe ihn gerade auch nicht. Da. Ah, voll daneben. Er schlägt mit der Schwanzflosse. Das haut unser Boot jedes Mal kaputt. Das geht es los, Captain! Das Problem ist, wenn er jetzt hier hochkommt, dann mit einem, dann lässt er sich fallen und dann sind wir hin. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten, ganz da hinten. Komm, ich sehe ihn gerade nicht. Zack. Ich sehe ihn, Steuerbord voraus! Die Haken! Sonst schlüpft er uns noch davon! Es geht los! Hab ihn! Das Biest ist verletzt! Fast keine Harpunen mehr, Sir! Das er hat ja noch nicht mal gezogen! Schnell, ja, wir schaffen es leider schlägt. Nicht! So wie das aussieht. Wir sind aber noch nicht gut genug ausgerüstet. Schließlich brauchen wir noch bessere Harpunen. Das soll uns jetzt aber eigentlich besser nicht interessieren. Und zwar wollen wir jetzt da hinten hin. Wir holen ihn uns einfach später. Irgendwann mal, wenn wir dementsprechend ausgerüstet sind.